Hallo zusammen, heute möchte ich mal nochmal diese Kammtechnik machen und da testen wir einfach, ich habe verschiedene Kämme mal geholt und wir testen einfach, wie sich die verschiedenen Kämme auswirken an Zellen. Ihr seht auch hier, ich habe diese Ränder weggeschnitten, weil die immer etwas dicker sind, passen also nicht zum Bild und dann schauen wir mal. Also, welcher Kamm ist der beste? Lass uns starten. So Freunde, ich habe hier verschiedene Kämme, einmal mit großen Rippen und einmal mit kleinen. Da werde ich vielleicht die auch mal trennen, beziehungsweise habe ich hier noch einen kleinen Kamm. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, ich habe die Kanten hier außen weg gemacht, weil es zu dicke Kanten sind. Das passt nicht. Ihr seht hier am besten, wie dick die sind. Gut, jetzt machen wir aber erstmal einen Swipe, damit wir anfangen können. Was ich vorbereitet habe, weiß für die Swipe-Farbe, sage ich jetzt mal. Habe dann schwarz für den Kontrast, brillant pink, primäres blau. Und brillant grün. Also, ich werde jetzt hier auch nicht alles voll machen. Farbe, damit ich das Weiß noch dazwischen setzen kann. Vielleicht noch ein bisschen Farbe dazwischen reinmachen. So. Okay, jetzt komme ich mit dem Weiß. Wie gesagt, ich setze es dazwischen rein. Das müsste reichen. Ich komme dieses Mal wieder mit meinem großen schmaler Spachtel von Liquitex und dann schauen wir mal. Okay. Ich schaue dann, dass ich immer so die Kanten zubekomme. Hier vielleicht noch ein bisschen Weiß rein, sonst wird es zu dreckig. Also ihr müsst die Kanten nicht ganz zubekommen, aber so mache ich es halt immer, zumindest einigermaßen, weil ich werde es nachher noch mal ein bisschen wieder laufen lassen. So, ich denke mal, das reicht schon. Wir müssen auch mal schauen, ob das mit meinem Swipe so funktioniert. Aber ich bin jetzt einfach mal guter Hoffnung.
So, ich denke mal, dass ich überall die Farbe habe. Wir schauen, wenn nicht, ist auch nicht ganz so schlimm. Kann man nachher immer noch zumachen. Kanten sind halt soweit wichtig mal. Okay, cool. Das reicht eigentlich schon. Also das Bild sieht jetzt auch schon wieder mal so cool aus. Ohne dass wir was machen. Aber es geht ja heute um die Kämme. So. Passt mal auf, ich habe hier einen Kamm, der hat hier ein bisschen breitere und hat hier schmälere. Den werde ich jetzt hier auseinanderbrechen. Ich habe wieder extra meine Zange. Okay. So. Einmal schmale, einmal breite. Weil sonst bekomme ich alles zusammen, das ist auch nicht gut. Gut. Habe hier Silikon drin, 300 von der Viskosität. Natürlich ein Farbklecks auch schon wieder drin. Aber das ist nicht so tragisch. Gut. Lasst uns mal mit diesem anfangen. Ich fange jetzt mal mit diesem Breiten an. Man sollte halt immer aufpassen, dass man nicht so viel rein, daneben reintropft. Und das sind natürlich manchmal Kämme, die rund sind, bei solchen Bildern fast besser. Aber gut. Jetzt sehe ich nur hier. So. Jetzt nehme ich mal diesen kleinen mit diesen ganz engen Rillen. Seht ihr, dass das, was ich gemeint habe, wenn ihr da etwas reintropft. Okay. Was machen wir jetzt? Gut, mit dem großen Kamm, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Der steht etwas ab. Da muss ich vielleicht auch schauen, sicher ist sicher. Um dieses abzumachen. Was sonst verfälscht das das Bild? Und der ist auch etwas dicker. So, ihr seht es hier. Dann haben wir nur mir natürlich schöne breite Rillen. Setzen wir vielleicht hier noch was rein. Okay. Jetzt nehme ich mal hier aber nur die Spitze, die dicke Spitze und mache einzelne rein. Setze ich etwas auseinander. So,
Okay. Jetzt nehme ich mal hier die Enden von diesem Kamm. 1, 2, 3, 4, 5. Nur, dass ich richtig zählen kann. Setze hier mal so ein Quadrat rein, ob das oder wie das kommt, dann können wir eigentlich hier auch noch mal machen. Ups, ja okay, Quadrat kommt auch cool. Seht ihr hier? So, ich finde, das war es eigentlich mit die Kämme. Jetzt kann ich hier noch riesen Dinger reinmachen, aber das ist auch nicht so sinnvoll. Aber das mit dem kleinen Kamm kommt auch richtig cool, weil es ganz eng aufeinander liegend sind. Passt mal auf, da setze ich vielleicht noch mal was rein, weil das finde ich cool. So. Ja, eigentlich reicht das schon. Mehr Kämme braucht man eigentlich auch nicht machen. Was ich mal jetzt noch mal versuche, ihr kennt ja meine diese Drähte hier, also mit Plastik überzogen. So, jetzt haben wir mal einzelne Punkte reinzusetzen. Und zwar im Prinzip wie ein Muster. Könnt ihr runde Muster machen. Da kann man schon schön spielen. Und was ich noch zum Schluss mache, ups, mein Draht. Ich ziehe jetzt noch mal was mit dem kleinen Kamm rein. Wo habe ich noch Platz? Ich habe schon wieder gar keinen Platz mehr. Hier mal. Wie sich das dann auswirkt. Aber da passiert wahrscheinlich nicht ganz so viel. Wobei doch, es kommt. So, das müsste schon reichen. Sieht auch ganz cool aus. In diesem schwarzen Bereich mache ich noch mal ein paar einzelne Punkte rein. Komm, da mache ich noch mal so ein Quadrat. Das ist fast zu eng, aber ich probiere es. Ist ja nur für den Test, also mit diesem hier. Und dann noch einen fetten Punkt in die Mitte. So. Groovy. Also, ihr seht, man kann viel rumspielen. Das reicht eigentlich schon.
Man sieht dann schon die Unterschiede. Also wie gesagt, hier mit den kleinen, mit dem breiten Kamm, auch hier größeren Kamm. Da könnt ihr wirklich viel spielen und ihr könnt natürlich am besten auch einzelne Muster reinsetzen. Da könnt ihr diese Blumen machen oder hier Quadrate, je nachdem. Okay, das war's. Schon wieder. Ich lasse jetzt noch 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch von nahem. Also hier kommt auch cool. Also, bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Jetzt schauen wir es mal an. Okay. Also ihr seht hier mit diesem breiteren Kamm gefällt mir fast besser. Das ist aber auch cool. Dann kommen wir hier eigentlich zu dieser Blume. Und da war auch der breitere Kamm. Können wir hier so rüberfahren. Da habe ich ja die Striche gezogen. Geht eigentlich auch. Hier mein Quadrat. Hier auch nochmal den Strich hier. Ne? Also es funktioniert, das dauert halt ein Weilchen, bis es dann arbeitet. Dann haben wir hier, und da habe ich ja in diesem schwarzen auch das Quadrat, ja, Quadrat reingemacht. Und hier haben wir von diesem kleinen Kamm, sind ja ganz feine Linien. Ne? Und dann haben wir hier noch mit dem großen Kamm. Und da hat es auch große Zellen gegeben, also auch cool. Hier nochmal mit dem kleineren Kamm. Also ich finde es ganz gut gelungen. Jetzt wisst ihr mal, was ungefähr die einzelnen Kämme bzw. auch mit dem Stäbchen, also Einzelzellen reinmachen. Das ist, denke ich mal, was ich als nächstes mache. Ich mache jetzt noch ein Bild und mache aber einzelne Zellen rein und versuche mal schöne Muster zu machen. Cool. Dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.